herzliches Willkommen und Hallo auf meinem Kanal. Ich konnte nicht anders, ich musste diese Formen ausprobieren. Ich habe diese neuen Formen von La Blanche mir gekauft. Ich habe ein ganzes Set, das Steampunk-Set und auch die Blumen. Und ich wollte nicht nur einen sogenannten Haul machen, sondern ich wollte auch ein paar Formen in Anwendung zeigen. Und das kommt jetzt. Ja, ich habe mir neue Formen gekauft. Ich war eigentlich der Meinung im letzten Jahr, die sind wunderschön gewesen, die ich mir da gekauft habe. Und ich wollte mir auch nicht neue noch wieder zulegen. Aber Auslöser war ein ganz bestimmtes Set. Und zwar einerseits das hier mit den Blumen. Ich habe nämlich noch nie ein Set gesehen, was so schön hier auch die Hortensien abbildet. Und da musste ich natürlich zuschlagen, weil Hortensien mag ich wirklich sehr gerne. Und ich finde auch diese Blumen, insbesondere auch mit diesen wunderschönen Blättern, sehr, sehr sommerlich, sehr schön. Und es passt auch immer überall. Und sei es jetzt zur Coververschönerung oder zur Verschönerung von Vasen, Tabletts oder was weiß ich, was man sich da so alles ausdenken kann. Ja, und warum zeige ich das jetzt? Ja, ich wollte mal einen kurzen Überblick geben. Ich meine, selbstverständlich habe ich in erster Linie die Sets noch wegen des Steampunk-Elements hier, insbesondere wegen des Luftschiffs, gekauft, weil ich das ja sensationell schön finde. Und es sind auch wieder diese super tollen Formen, die etwas angepasst wurden von La Blanche. Hier ist so eine Kante, die dann, wenn man mit Resin gießt, so eine Art Überlaufschwelle bildet. Ich meine, wenn man zu viel drauf gießt, klar, dann quillt es über. Aber man hat da eine ganz gute Orientierung, das möchte ich damit nur sagen. Und was mich auch überzeugt hatte, waren diese hier, weil die auch sehr gut zu Hintergrundgestaltungen für größere Geschichten dann anwendbar sind. Auch wenn man jetzt nicht Steampunk möchte, diese Sachen kann man ja auch mit anderen Formen und Dingen dann verschönern. Und auch das vom letzten Jahr, das Set könnte man auch kombinieren mit den Blumen und auch mit dem Steampunk-Set. Also da sehe ich überhaupt keine Probleme. Ja, und dieses Uhrenset, von der Größe allein finde ich das schon super. Und dass hier wieder so schöne kleine Zahnräder auch sind, hat mich dann sehr begeistert. Auch diese kleinen Schrauben, also das sind ja die Köpfe dann davon, sind immer so Kleinigkeiten, die eine Sache doch irgendwie interessanter machen. Und insofern war das eine ganz tolle Kombination. Ich meine, die drei waren zusammen zu kaufen und diese hier mit den Blumen. Und ich werde das mal ausprobieren und dann vielleicht auch mal zeigen, was ich da alles mitgestalte. Ich wollte einfach nur mal jetzt erstmal einen Überblick machen, einen Überblick verschaffen, wer das noch nicht gesehen hat. Und kann nur sagen, ich weiß vom letzten Jahr, dass diese Formen sehr, sehr gut sind. Es sind Silikonformen, die ich eigentlich auch am liebsten habe, weil sie so schön einerseits flexibel sind, aber andererseits auch sehr stabil. Und hier schätze ich, dass die, daran schätze ich sehr, dass die wirklich unten sehr eben sind, genau wie einige andere Silikonformen auch von anderen Herstellern. Also da will ich gar nicht sagen, dass sie schlechter sind, um Gottes Willen. Ich habe auch von anderen Firmen Silikonformen, aber ich habe das hier so mit dieser Begrenzung habe ich das noch nicht irgendwo anders gesehen und will da jetzt auch was mit werkeln. Eine habe ich jetzt gerade ausgepackt. Ich hatte gedacht, das würde so einigermaßen passen, aber ich stelle gerade fest, also wenn ich das komplett so nehmen würde, das Motiv, dann würde ich mir diese wunderschöne Spitze, die ich auch mal mit Modeling Paste in einer Form von La Blanche gemacht habe, so einer schönen Spitzenform, würde ich mir dann irgendwie wieder kaputt machen. Ich glaube, das ist mir dann zu groß für diese Sache. Da hätte ich dann direkt
dieses da drauf geben müssen. Nur damals hatte ich das halt nicht. Ich habe es schon eine ganze Weile so liegen. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist für Kaffeefilter. Ich fand nur den Behälter nicht so ganz schön. Und da habe ich dann gedacht, kann man doch was anderes mitmachen. Liegt schon ewig jetzt bei mir so rum. Und irgendwie kam da noch nicht so die zündende Idee, was ich denn noch weiter damit anstellen könnte. Ja. Und jetzt hatte ich gedacht, ich habe doch jetzt diese schönen Formen. Und da könnte ich doch dann mal loslegen. Es knistert jetzt ein bisschen. Ich dachte, ich öffne die mal und dann sehe ich mal weiter. So, ich habe die ausgepackt und ich glaube, das passt besser. Und das lege ich mal zur Seite. So bewahre ich immer mein Hati auf und kann das immer ganz gut auch verschließen. Und hier habe ich jetzt noch einen Rest. Das ist angebrochen. Das ist jetzt aber auch nicht mehr so ganz, ganz feucht, was mir aber jetzt entgegenkommt, weil wäre das der Fall, würde ich das jetzt vielleicht sogar mit Babypuder oder Stärke oder sowas, würde ich das dann auspinseln. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch so ganz gut rauskommt. Die Frage ist jetzt, ob ich das vielleicht zuvor in die Kühlung gebe. Kühlung ist nicht ganz präzise. Ich meine den Gefrierschrank. Sofort hier auf meinen Karton dann für meine Kaffeefilter aufklebe. Ja, ich habe das oft, dass ich Dinge, die ich dann auch wirklich benutze, dann mir einfach irgendwie schöner mache, weil manchmal finde ich die Kartons einfach ja, nicht so hübsch und da kann man ja Abhilfe schaffen. Ne? Also ich langweile euch jetzt nicht damit, indem ich jetzt hier Hati in die Form reingebe. Wenn ich damit fertig bin, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen arrangiert. Da ist die Hortensie, hier sind die Blätter dazu, hier ist so ein kleines Hortensienblütenblatt. Und ich würde jetzt hier nicht komplett mir die ganzen Seiten zumachen, aber hier könnten noch ein paar Blätter hin. Das ist schon eine ganz einfache Sache und das kann man ja mal eben schnell noch machen. Ich forme das jetzt mit Hati, weil es wirklich schnell geht und mein Hati ist jetzt schon ein bisschen offen gewesen. Ich muss mir da angewöhnen, ein Feuchttuch mit reinzulegen, denn ich habe das Gefühl, das trocknet sonst wirklich sehr schnell aus und das wäre ja dann auch irgendwie blöd. Ich habe das zwar hier eigentlich in dem hier luftdicht so einigermaßen verschlossen, so gut man es kann, aber trotzdem, es ist Sommer, ich glaube, es trocknet jetzt schneller aus, als einem das dann lieb ist und dann deswegen lieber ein Feuchttuch dazu geben oder einfach vielleicht mal mit Wasser reinsprühen und das Ganze feucht halten, dann glaube ich, hat man da auch länger Freude. Also die Blätter sind ja wirklich ein Traum. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die alle hier verbinden will, weil das sah jetzt irgendwie so ein bisschen komisch aus, aber so glaube ich, ist es besser. Ja, und dann meine ich auch, dass wir eine einfache Methode haben, hier mit Hati das mal auszuprobieren. Natürlich kann man es mit Resin machen. Ich habe auch erst überlegt, ob ich es noch mit Resin ausgieße, um das mal zu zeigen. Aber ich muss da immer so einige Vorsichtsmaßnahmen treffen. Mit Vorsichtsmaßnahmen meine ich einfach Maske, Brille, Handschuh. Und das brauche ich alles nicht, wenn ich Hati oder Softclay benutze. Das ist wie Knetmasse, kinderleicht zu formen und bietet schnell Resultate. Natürlich muss das über Nacht trocknen, damit das wirklich durchhärtet. Aber es ist halt so, dass man mit Hati wunderbar Ergebnisse erzielt. Und ja, mit Resin sind die noch präziser, insbesondere wenn man eckige Formen hat. Ich zeige das später. Da habe ich leider nicht so die perfekten Ergebnisse erzielt, weil ich Hati genommen habe. Da sollte man wirklich
Resin nehmen und mit Resin gießen und sich dann die Arbeit machen. Aber das werde ich heute nicht zeigen, das schaffe ich einfach nicht. Und ich hoffe mal, dass das in Ordnung geht. Ich muss dann auch so einiges noch überspringen. Ich habe nicht alle Formen geschafft, weil die müsste ich dann wirklich mit Resin machen. Und heute forme ich einfach, um es zu testen, weil ich so ungeduldig bin. Ich bin so neugierig auf diese Form. Da teste ich alles mit Soft Clay bzw. Harty. Ich habe hier mal ein paar Sachen übersprungen. Ich habe hier so einen kleinen Knubbel, den habe ich überbehalten. Der war mir hart geworden in meinem Vorrat von Harty. Und den nutze ich jetzt einfach als Unterlage. Aber ihr könnt jetzt alles weiter beobachten. Und die habe ich jetzt als Unterlegung genommen für die Hortensie, damit die Form so ein bisschen erhalten bleibt. Weil die sind ja nun so ein bisschen kugelig von der Blütenform. Und da hatte ich dann gedacht, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dann den Knubbel da einfach einzusetzen. Ja, und ich habe das, wie ihr seht, meine Unterlage, dieser Filterkarton, den habe ich einfach umgedreht, weil mir das jetzt einfach so besser gefallen hat. Ich habe mich da umentschieden und ich habe jetzt noch so schöne kleine Blütenblätter von den Hortensien und die klebe ich am Rand auf. Das fehlte mir noch so ein bisschen am Rand und jetzt wollte ich immer 3 Stück da positionieren und jetzt habe ich nur noch 2 über. Tja, was mache ich jetzt? Eigentlich waren die für den Rand bestimmt, aber die werden jetzt einfach mit noch in dem Bild hier, wo ein paar Lücken sind, so als Lückenfüller genommen. Und ich nehme hier nochmal Harty und präpariere noch 3 weitere kleine Blütenformen. Also ich nehme euch jetzt nochmal bei dieser Form hier mit. Ich habe jetzt noch ein bisschen was von dem Harty, was ich mir abgenommen habe. Und diese Blüten, die gehen wirklich ratzfatz. Also das ist gar nicht schwer. Das ist wie Knete. Und ich glaube, als Kind hat man ja gerne auch mal mit Knete gewerkelt. Und ich habe jetzt vielleicht ein paar zu viel, aber das macht nichts. Weil so kleine Dekoteile kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und an der Seite haben wir ein bisschen Platz. Also 3 muss ich auf jeden Fall hier unterbringen. So, Nummer 1. Dann machen wir gleich hier Nummer 2. Ja, und das Ganze habe ich jetzt wieder beschleunigt, denn ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Kleber, den da rauszubekommen, weil da nicht mehr so viel drin ist. Aber jetzt haben wir das schön symmetrisch angeordnet, 3 an der rechten Seite und 3 an der linken. Und was ich jetzt hier noch zusätzlich gemacht habe, das wird noch auf mein Motiv hier arrangiert. Ich finde, das sieht schon ganz hübsch aus und ich habe immer noch so ein paar Lücken, wo ich das Gefühl habe, da gehört noch was hin. Insbesondere hier an der Klappe. Und da habe ich mir gedacht, da klebe ich jetzt auch noch diese Blütenblätter hin. Ein rechts, ein links. Fertig. Ja, hier noch ein paar Fotos von den anderen Formen und jetzt hier von den Arrangements, die ich da schon so ein bisschen vorbereitet habe. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte sie einfach testen und ich weiß, man soll keine Pappe dafür nehmen, weil es sich biegt, das weiß ich. Aber ich werde dann, sobald diese Formen einigermaßen festkleben und getrocknet sind, werde ich dagegen arbeiten. Das heißt, entweder ansprühen mit Wasser und dann föhnen oder ich klebe was anderes dahinter, dass das wieder irgendwie versuche ich dann, das flach zu kriegen. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ich könnte das hier auch festdrücken. Aber ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit dabei sitzen und das runterdrücken und hier jetzt eine Klemme anbringen. Das ist auch nicht so eine gute Idee, weil eigentlich hier das dann vielleicht dann die Form hier Schaden nehmen könnten. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so und versuche mal mein Glück. Ich denke, das wird schon irgendwie werden. Aber jedenfalls gefallen mir die Formen ganz gut. Hier habe ich den Teil, jetzt weiß ich gar nicht, was war. Hier, da war es gleich mit drin, hier dieses Ornament. Und das war leer. Und das habe ich dann einfach hier nochmal reingedrückt und dann in diese Form reingegeben. Ja, ich weiß, man hätte es auch zweimal machen können. Einmal rausnehmen und die nochmal wieder füllen, diese eine Form. Aber ich habe es
jetzt so gemacht und habe mich so entschieden. Es ist Hati und es ist nicht völlig exakt mit den Linien. Ich weiß das. Man hätte das natürlich schöner machen können, indem man das ausgießt, und da wären sicherlich noch ein paar Dinge möglich gewesen. Aber ich war jetzt so neugierig, sie einfach auszuprobieren. Deswegen habe ich mich für diese eher bewegliche Form, diese Hati, dann entschieden. Und ich finde, es sieht so ganz prima aus. Mir gefällt es. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist mein Blumenarrangement. Da ist allerdings genau dasselbe. Hier ist auch die Pappe etwas gewellt. Und wenn das trocken ist, hoffe ich wirklich, dass ich das wieder flach kriege. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ja nicht mehr so Pappen zu nehmen, sondern MDF-Platten. Aber ich weiß jetzt noch nicht, was ich damit weiter anstelle, ob ich es als Bildchen so aufhänge oder ob es vielleicht sogar auf ein Journal kommt als Cover. Darum wollte ich mir das erstmal offen lassen und die Form austesten. Ich war so neugierig und sie sind so wunderschön. Seht mal die vielen, vielen Details. Ein Traum. Ja, und mein Hortensienarrangement trocknet auch schon vor sich hin. Das ist schon ein bisschen fester geworden. Wir haben relativ hohe Temperaturen, deswegen trocknet das schneller, als wenn man das im Winter arrangiert. Und hier vorne habe ich noch nichts gemacht, weil ich nicht von beiden Seiten gleich irgendwelche Formen aufkleben will, die ich eventuell mit dem Finger wieder eindutsche, wenn ich das irgendwie festdrücke. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen habe ich das erst noch gelassen. Natürlich wird das doch alles angemalt, aber ich meine, soweit sieht es schon ganz gut aus. Ja, hier hatte ich noch gedacht, diese Zahnräder rauszuholen, aber ich habe die nicht so wirklich ganz, hier bricht es dann auch, nicht in einem rausbekommen. Und das ist auch noch nicht wirklich fest. Und deswegen lasse ich es drin und gedulde mich. Und ich hoffe, dass es dann funktioniert. Die sind auch sehr, sehr filigran, weil die hängen ja nur an diesem kleinen Teil hier zusammen. Ich hoffe, dass das geht. Und falls nicht, gut, es ist dann eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich werde dann das nächste Mal es mit Resin machen. Eigentlich hatte ich das ja auch vorgehabt, aber ich bin ja so neugierig und wollte jetzt schnell mal ein Resultat haben. Hier ist jetzt der Blumenstrauß. Es ist gut getrocknet und ich beabsichtige es nun zu kolorieren. Und dafür nehme ich diese Farbe. Wenn man nicht überall hinkommt, einfach mal ein bisschen mit Wasser drauf sprühen, dann verteilt sich das besser. Und auch in diese etwas schwierig zugänglichen Bereiche kommt dann auch Farbe hin. Das Bild ist nun fertig mit grüner Farbe bestrichen und nun werde ich diese Lasur nehmen. So sieht das jetzt mit der Lasur aus. Und ich habe hier ein Papiertuch, das feucht ist, und da gehe ich oben drüber und nehme wieder Farbe runter. So, bevor ich das jetzt hier anmale, muss ich den Bereich hier schützen, und das werde ich am besten mit Glossy Accent machen. Ich weiß, dass ich erwähnt hatte, dass ich hier eigentlich Glossy Accent drauf machen wollte, dann ist mir hinterher eingefallen, keine gute Idee, weil das ohnehin schon ziemlich verbogen ist und eventuell muss ich das noch ein bisschen nacharbeiten. Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht ist Mod Podge eine Idee, es zu schützen. Sollte ich es nicht schaffen, dann habe ich zwar ein Motiv geopfert, aber
ich kann ja noch was anderes hineingeben. Also das wäre jetzt auch nicht das Drama. Entweder es funktioniert gleich oder es funktioniert nicht. Und das werden wir dann ja erleben. Ich will jetzt in diese Zwischenräume nochmal Farbe auftragen. Was ich eigentlich mit Mod Podge meine, ist, wenn man Mod Podge in mehreren Lagen aufträgt und dann hinterher versucht, zum Beispiel noch dieses, dieses Pappding halt noch ein bisschen zu biegen, dann wird das nicht brechen, das Mod Podge. Aber wenn ich Glossy Accent dick drauf trage, dann wird es Risse geben. Ich meine, das kann zwar einen ganz coolen Effekt haben, aber wenn man es nicht unbedingt haben möchte, dann lässt man das besser. Deswegen, das war das, was ich mir im Nachhinein noch überlegt habe. Und deswegen habe ich dann doch kein Glossy Accent genommen. In der Zwischenzeit hatte ich ja mehrere Lagen Mod Podge auf den Innenbereich, also auf dieses Gelbe da drauf aufgegeben. Und ich habe diese grüne Farbe vom PenArt leider versehentlich doch auf mein Motiv drauf gepinselt. Und nun versuche ich mit einem sauberen Pinsel diese Farbe, die überschüssig ist, wieder abzunehmen. Das hat nicht so wirklich funktioniert, deswegen greife ich jetzt zu einem Tuch und habe das angefeuchtet und versuche es jetzt wegzuwischen. Auf Anhieb konnte ich es nicht so richtig erkennen, ob es funktioniert, dass das Mod Podge praktisch das darunterliegende schützt und dass man die Farbe dann, also diese Acrylfarbe dann einigermaßen schnell wieder runterkriegt. Also ich meine, es geht, aber man muss natürlich sich ein bisschen beeilen, weil Acrylfarbe ist jetzt ein Medium, was auch dann trocknet. Und ich glaube, wenn es dann getrocknet ist, auch auf Mod Podge, dann hilft es auch nicht mehr. Dann kriegt man es vermutlich auch nicht mehr runter. Aber jetzt ein einzelnes Experiment nur mit Mod Podge und Acrylfarbe habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte euch nur das Resultat schnell zeigen. Dieses Papier hat sich leider sehr gewellt, aber dennoch werde ich es jetzt mit Farbe kolorieren. So, ich sag's mal vorweg. Dieses Motiv auf ein Stück Papier aufzukleben, war eine super dämliche Idee. Bitte nicht nachmachen. Es wälzt sich natürlich sehr und es ist irgendwie schwer zu handeln. Nachher werde ich noch etwas komplett anderes damit anstellen, aber das seht ihr dann ja. Hier versuche ich jetzt erstmal mit der Lasur, mit dieser Walnusslasur, in die Vertiefung reinzugehen und sprühe das dann jetzt auch direkt nochmal mit Wasser an und verteile es ein bisschen mit dem Pinsel. Ja, Sinn und Zweck dieser Übung sollte jetzt sein, dass dann in die Vertiefung halt dunklere Farbe kommt und dass man die dann, also die überschüssige, die oben drauf liegt, dann etwas, also oben auf den erhabenen Stellen, dass man die dann wieder abnimmt und dann anders kolorieren kann. So war der Plan. Aber das kommt alles noch ganz anders. Das Ganze hat sich dann natürlich erneut unglaublich gewellt und ich habe dann versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben und von hinten zu föhnen. Das klappt eigentlich ganz gut. Man kann auch, wenn diese Formen trocken sind, sie nochmal anföhnen und dann werden sie wieder biegsam. Aber ja, es ist ehrlich gesagt, es hat mir überhaupt nicht gefallen, wie das hier so wellig sich präsentiert und wie soll man dann später mit dem Exemplar umgehen. Und da beim Föhnen kamen schon Gedanken, was ich denn jetzt anstelle. Ja, hier sieht man, dass ich wirklich Probleme habe, das irgendwie wieder so einigermaßen gerade zu biegen. Trotz des Föhnens ist das zwar einigermaßen plan geworden von der Form her, aber das Papier an sich ist immer noch so wellig und ich mag das nicht. Aus dem Grunde habe ich jetzt mir ein, ich glaube, ein DIN A3 ist das. Das ist halt ein ganz normaler Verpackungsumschlag, nichts Besonderes. Da hatte ich schon mal einen Pinsel drauf ausgestrichen und das stört mich jetzt überhaupt nicht. Jetzt wird das einfach mit einem Flüssigkleber aufgeklebt und dann hoffe ich mal, dass die ganze Chose etwas besser wird. Da muss man einigermaßen großzügig den Kleber drauf geben und ich zeige dann gleich, wie ich es dann verklebt habe. Es ist jetzt verklebt und ich habe das Gefühl, das lässt sich jetzt auch wesentlich besser verarbeiten. Also das nur auf Papier kleben war eine dämliche Idee. Bitte, bitte, bitte nicht nachmachen, weil ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob es geht. Nein, es geht nicht, zumindest nicht auf diesem Papier. Ich glaube, das war sogar eine Grammatur von 250, aber einfach viel zu dünn und funktioniert
Überhaupt nicht. Also versuchen wir das Ganze mal ein bisschen zu retten. Hier drunter muss noch Kleber. Und ich überlasse das jetzt erstmal wieder einer Trocknungsphase. Und dann werde ich es nochmal kolorieren und dann vielleicht den Hintergrund auch schon mal anpassen. Aber so war es leider nicht mehr handelbar. Also, ein Versuch, aber ein kleiner Misserfolg. Naja, manchmal sind Dinge so. Ursprünglich wollte ich ja nur ein DIN A5 Projekt basteln. Jetzt ist da ein viel größeres draus geworden und jetzt habe ich noch so viel Fläche drumherum. Ha, was jetzt? Okay, wir haben ja noch genug Gesso und ich wollte dieses Pöttchen ohnehin mal leer machen. Insofern kann ich das ja jetzt erstmal benutzen und mal gucken, was dann sich so ergibt. Ich beschleunige das Ganze und lege vielleicht mal ein bisschen Musik drüber. So, ich zoome noch mal näher ran und erkläre mal einiges. Ich habe mit verschiedenen Farben das hier koloriert. Und zwar sind das einerseits Farben von PentArt gewesen, von Stambria und eine Acrylfarbe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die herbezogen habe. Aber ich habe die wirklich munter gemixt. Und hier habe ich sogar noch eine besondere Paste benutzt. Ich weiß gar nicht, ist das Arctic oder Eispaste? Ich meine, Arctic Paste ist das von Stambria und eine Schablone habe ich benutzt. Und hier steht Dream. Hier sind ein paar Sterne und die habe ich auch hier oben benutzt. Ich gehe mal hier oben hin. Da habe ich allerdings eine goldene Farbe benutzt. Und da steht das Wort Sun und hier sind auch ein paar Sternchen. Ja, am Rand habe ich auch diese besondere Paste genommen von Stambria. Die glitzert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das so einfangen kann. Das gibt auch so ein bisschen Struktur. Und hier unten, weil mir schlicht und ergreifend mal beim Öffnen des Umschlages hier ein Loch reingekommen ist, habe ich es einfach mit Verbandsmaterial, habe ich meinen Umschlag verarztet. Ne?
einfach draufgeklebt und dann auch von der Paste etwas draufgegeben. So sieht das jetzt erstmal aus. Ich will das noch weiter bearbeiten, aber ich wollte jetzt schon mal einen Zwischenstand abgeben, denn ihr werdet euch sonst fragen, ja, was ist denn in der Zwischenzeit hier alles passiert? Und ja, das ist einfach ein bisschen viel gewesen mit dem Kolorieren, wenn ich da die Kamera ständig mitlaufen lasse. Das Video würde endlos werden und das wollte ich jetzt nicht. Okay, ich hoffe, man kann mir soweit folgen. Ach so, das hier ist übrigens ein Stempel. Da habe ich Archival Ink genommen, weil das muss ja ein Stempel sein, der nicht auf Wasserbasis ist und der hält hier wirklich gut drauf auf Acryl. Das ist ein Stempel von La Blanche. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Aber irgendwie fehlt mir noch ein bisschen. Was wäre jetzt das Bild ohne ein bisschen Gold? Ich habe mir noch die Goldpaste geholt, habe mir schon mal, ich nehme ausnahmsweise den Finger. Ich habe sonst immer Handschuhe, die ich nehme. Aber ich hoffe mal, wenn ich das sofort abwische, oh, hier ist ein Haar, mal eben zur Seite legen, dann kann ich das doch hier so ein bisschen hervorheben. Na, was so ein bisschen Gold doch ausmacht. Also ich finde, das sieht schon ganz anders aus. Oh, das gefällt mir jetzt richtig gut. Ich bin schon ganz schockverliebt. Ja, okay. Jedenfalls habe ich noch so überlegt, ob ich noch am Rand irgendwas machen möchte. Da ist es mir ein bisschen leer. Eigentlich hätte ich gern noch weitere Ballons, so kleinere halt, die dann im Hintergrund sind. Und ich habe da zwei von La Blanche. Ich muss die aber nochmal getrennt irgendwie abstempeln und dann ausschneiden, kolorieren und so weiter. Und dann kann ich mir das drauflegen. Da muss ich mal schauen, ob mir das überhaupt gefällt. Hier zeige ich jetzt gerade, dass ich Stickles genommen hatte. Also das, was da, das Fläschchen, was da links steht, das ist ein Diamond Stickles. Und das andere habe ich nicht genommen, weil das gefiel mir da in dem Zusammenhang nicht. Ja. Von der Optik, wenn die so im Hintergrund wären, würde es funktionieren mit den Stempeln. Ich muss mal ausprobieren. Die Stempel habe ich mal schnell benutzt und auch koloriert, und zwar mit Distress Oxides. Ausgeschnitten sind sie auch schon, aber noch nicht verklebt. Das ist nur eine vorläufige Idee und ich finde, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Hin und wieder fehlt auch mal ein bisschen Bling Bling, also habe ich das genommen und ich habe hier auch wieder Verbandsmaterial unten aufgeklebt und ich habe so ein paar Sternchen zusätzlich gerade frisch verklebt. Hier oben habe ich auch noch Verbandsmaterial und hier sind so kleine Kügelchen und auch Sternchen, die habe ich jetzt gerade dahin geklebt. Also ich ärgere mich jetzt gerade, wieso habe ich einen blöden Umschlag genommen? Ich hätte da wirklich eine MDF-Platte nehmen sollen. Mir gefällt das Projekt jetzt so gut, dass ich eigentlich das schon fast zu schade für einen Umschlag finde. Ich fasse mich gerade am Kopf. Naja, also ich muss sagen, bisher finde ich das schon richtig gut. Ich meine, es fehlt noch unten ein Spruch und vielleicht oben auch noch irgendein Wort oder so etwas. Da muss ich noch mal schauen in meiner Stempelkiste. Ganz sicher wollt ihr jetzt wissen, wie das jetzt endgültig aussieht. Hier habe ich eine Ausstanzung Carpe Diem genommen. Und das ist ein Stempelset gewesen von Indigo Blue, einmal Hope und Courage, also Hoffnung und Mut. Das ist eigentlich aus dem Stempelset von Stamperia, Trust the Magic of New Beginnings. Habe ich zerlegt, der Stempel sieht normalerweise ganz anders aus. Und zwar, wenn der abgedruckt ist, abgestempelt ist, sieht er so aus. Man kann den ja auch zerschneiden. Ja, und den habe ich mir selber ausgedacht, den Spruch, Hoffnung und Mut. Lassen dich höher fliegen, schaue nicht nach unten, wenn du die Sterne sehen willst, schaue nach oben. Hier haben wir ja auch die Sterne. Hier funkelt es und glitzert es ein bisschen, aber es ist immer noch dezent. Und auch das hier gibt ein wenig Struktur, glänzt auch so ein bisschen. Und hier habe ich noch ein bisschen von meinem Verbandsmaterial verwendet. Und das ist tatsächlich ein Umschlag. Die Rückseite ist immer noch nicht bearbeitet, aber mir ging es ja auch um die Vorderseite. Und es war ja eigentlich eine Notlösung und ich wollte ja nur zeigen, wie das mit der Form geht.
Tja, hätte ich mal eine andere Unterlage genommen. Na gut, jetzt habe ich einen sehr, sehr schönen verzierten Umschlag, den man sich entweder aufhängen kann oder den ich vielleicht auf der Rückseite auch noch irgendwie verschönere und den man dann für schöne Papiere nutzt. Tja, fällt mir bestimmt auch noch was ein. Vorläufiges Endergebnis, sage ich dazu mal. Also einige fertige Sachen kann ich zeigen. Das waren jetzt einfach mal so Versuche auf Pappkarton. Und das hier sind meine Blüten mit den wunderschönen, in Dreibrush-Technik im Grunde genommen gepinselten Blüten und Blütenblätter. Ein bisschen, ein Hauch habe ich grün und rot mit Wachspaste drauf gegeben. Und hier habe ich Roségold genommen. Ich fand ich irre, aber es sieht wirklich wie Silber aus. Und auch im Hintergrund habe ich noch ein bisschen was rumgewerkelt. Da habe ich mit einer Lasur, mit dieser Walnuss-Lasur, das so hingekriegt. Ja, auch das ist nur ja, auf Pappkarton. Und ich weiß noch nicht, ob ich das für irgendein Cover nehme oder für welches Projekt ich das nehmen werde. Genau wie dieses hier. Eine Form bin ich noch schuldig geblieben, und zwar die Hortensien auf meiner Kaffeeverpackung. Aber das muss ich in einem anderen Video beenden. Das habe ich jetzt einfach nicht mehr geschafft. Das müsst ihr mir jetzt bitte nachsehen. Ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir einen kleinen Kommentar schreibt, vielleicht ein Däumchen hochgebt und auch meinen Kanal abonniert, falls es euch gefällt. Ja, und dann sage ich jetzt einfach mal bis bald. Tschüss!